Willkommen in Schwerin. Kommt mit! Wir sind in Schwerin. Willkommen in Schwerin. Wir sind da. Wir sind wunderbar angekommen. 15 Minuten, 20 Minuten Fahrt. 15 Kilometer von uns, also von Campingplatz Rentgendorf. Genau. Ihr kommt entspannt hierher. Schönen Parkplatz gefunden. Genau. Parkplatz, eine Stunde umsonst. Dann die nächste Stunde kostet dann also 1,50 oder 1 Euro. Oder 1 Euro und die nächste 1,50. Aber also auch wieder in der Altstadt. Also. Genau. Und jetzt wollen wir ein bisschen rumbummeln, rumlaufen. Und uns Schwerin angucken und ihr seid dabei. Bis gleich. Bis dann. Ihr geht jetzt einfach hier entlang. Einfach so spontan, einfach locker. Und auf einmal wieder dieses Gebäude. Ich glaube, Charles und Camille wohnen da. Also ich könnte mir das auch noch leisten, ja. Also ganz ehrlich, ich muss euch das mal hier reinziehen. Das Ding, glaube ich, steht schon über 300 Jahre oder so. Und das ist, ich glaube, fassungslos. Einfach nur top. Also, das hat man auch wirklich mit Liebe gemacht. Auch hier, könnt auch hier, schaut euch das mal an. So, schaut euch das mal an. Der Wintergarten. Ne? Schaut euch das mal an. Hier kommt ihr mit Bademantel raus und dann geht hier einfach mal spazieren, ne? Was für ein Ausblick. Was braucht man mehr? Im Pool nennt man das Tramway. Willkommen, Schwerin! Komm mit! Eine kleine Frühstückspause. Ja. Jeder hat was. Sogar der Kleinste. Ja. 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 Blumen kaufen, Blumen kaufen! So, wir sind aus Schwerin wiedergekommen. Es war richtig schön. Und tut mir leid, Hamburg. Aber ich habe mich schon ein kleines bisschen in Schwerin verliebt. Es war wirklich sauber, großartig, Altstadt. Schweriner Schloss, oh mein Gott, ich habe sowas Schönes noch nie gesehen, wenn ich mir vorstelle, dass dort irgendwelche Grafen, Baronen, also Burgfräuleins oder sonst irgendwas rumgelaufen sind und ich praktisch jetzt auch. Es ist der absolute Hammer. Also allgemein, könnt spazieren gehen. Gleich ist da auch wirklich ein kleiner Park oder so.
Man aber kann sich das alles angucken von außen, man muss nicht reingehen, aber wenn man reingehen will, gibt es, glaube ich, von Dienstag bis Sonntag sogar Eintritt frei. Bestimmt nicht für das ganze Schloss, kann ich mir nicht vorstellen, ja, aber einzelne Bereiche, die man sich angucken kann. Und ach ja, ich habe ja gesagt, am See, ja, am Schweriner See. Ich habe ja gesagt, sie ist 300 Jahre alt, ne? Aber das ist schon viel, viel älter. Ja. Und von Jahrzehnte zu Jahrzehnte wurde immer wieder was rangeheftet, rangebaut, damit es größer, pompöser wird. Aber es ist sehr beeindruckend schon. Ich bin kein Schiffsmann. Nee. Ja, aber auch so allgemein. Ich könnte ab die Stadt rumlaufen. Es ist ruhig. Es könnte essen, Kaffee trinken gehen. Wir waren ja in Café Prag. Boah, aus 1920er Style so. Genau, richtig, richtig süß gemacht. Richtig schön. Also, kann ich euch wirklich empfehlen. Wer hier ist, vor allen Dingen auf den Campingplatz und sich Schwerin nicht anguckt, der hat echt selber Schuld. Ne? Ganz schwach. Dann wäre das ganz schwach. Also auf jeden Fall, wenn man hier ist auf dem Campingplatz, nehmt euch die Zeit. Es ist nur 15, 20 Kilometer entfernt. Also ihr seid wirklich in kürzester Zeit da. Parken. Wir haben jetzt auch für 4 Stunden geparkt. 4 Euro. Parkplatz, ich glaube, das war irgendwo auch nicht weit weg vom Zentrum. Ich glaube, Schloss, Park. Center oder so Center heißt das. Schloss, Park, Center. Und das ist auch wieder gleich eine Altstadt. Genau. Es war super gelegen. Also von Schwerin sind wir. Also. Es hat bisher von den Städten, die wir gesehen haben, war es jetzt an der obersten Kante. Also die oberste Kante gerutscht. Schwerin, ihr seid echt toll. Na, vielen Dank, dass ihr uns aufgenommen habt.